wieder auf dein Thema Finanzierung zurück, weil für mich halt ein Wesen das ist, wieder mehr Kostenbewusstsein, mehr Eigenverantwortung anzukriegen, muss halt ein wesentlicher Punkt sein. Mhm. Dass man sagt, in den Befugnisse hätten wir jetzt schon gehabt, aber die Befugnisse waren schon relativ gering, wenn ich vorhin gesagt habe, also allein 1% der insgesamt Steuerabgaben sein. Die Verschiebung intern, aber du hast nicht, das gibt immer eine Verschiebung von oben nach unten. Mhm. Nicht, aber du musst einfach mehr Kostenbewusstsein, also mehr Eigenständigkeit, Eigenverantwortung, das zählen wir jetzt mal mehr zurück und zählen, muss ein wesentlicher Punkt sein, dass eine Gesellschaft überhaupt funktioniert. Bei denen sind viel zu viele, die sich im Laufe der Jahre als Gesellschaft verabschiedet haben. Mhm. Aber die direkte Demokratie, ist keine Einbahnstraße, wie sich das viele vorstellen. Mhm. Dass ich sage, ich gehe hin, weil ich will da mitentscheiden, ob es gemacht wird oder nicht, aber sonst bin ich nicht dummer. Mhm. Nicht, also es hat dem alle dann zwei Seiten. Ich muss mich auch in die Gesellschaft einbringen. Mhm. Ich muss wieder Teil der Gesellschaft werden und gerade in die Städte oder in die großen Gemeinden, um sich ein großer Teil der Leute aus der Gesellschaft verabschiedet, aus der Gemeinschaft. Und das ist auf Dauer nicht zu halten, nicht organisierbar und nicht finanzierbar. Oder muss man aufpassen, dass man nicht denen die Schuld dafür gibt, sondern dass man fragt, wo sind die strukturellen Probleme, die was dazu geführt haben. Logisch. Man hat es natürlich im Dorf Kaiserleben und die einzelnen Ortsausschüsse und was weiß ich was, die was da schon auch sehr zerstörerisch gewirkt haben. Und um eine Politiker oder die Politiker hat es natürlich auch gepasst, dass ich nicht muss die Leute selber das Geld aus den Sackhäusern ziehen. Das ist klar. Nicht? Ich bin überzeugt, dass ein großer Teil der Politiker bisher im Morgengebet auch mit hingebaut hat, Herrgott, verschauen ins für Steuerautonomie. Ja, das war nicht mal vor so halb aber man muss, wie ich vorher gesagt habe, sehen, wie hat sich das auch entwickelt, auch die Schattenseiten von dem Segen, und das sehen wir alle mehr. Also das muss ein wesentlicher Punkt sein, die Frage ist da natürlich halb, wo lässt der Staat zu? Aber ich glaube nicht, dass der italienische Staat, es sind ja fast alle Staaten jetzt in Schwierigkeiten gekommen, weil sie auch alle mehr an sich gezogen haben. Und die Werte, es wird nicht anders gehen, weil sie die Verantwortung und als wieder schauen, zurückzugehen, da wo es geschafft ist. Sie moderieren im Endeffekt. Ja, die Spielregeln festlegen, die Rahmenbedingungen festlegen und nicht versuchen, jetzt Details zu regeln. Okay, Punkt 1, Finanzen. Danach muss man schauen, was das Zusammenleben anbelangt. Nicht, also wie man da jetzt weiterkommt, was man im schulischen Bereich möglich lassen, also da ist natürlich auch mit Italienern zu diskutieren und in welchen Bereichen man auch den Proporz in der heutigen Form in Frage stellen kann. Ich möchte jetzt ein konkretes Beispiel machen. Ich bin aus Brixen, städtisches Umfeld. Ich habe meine Kinder im italienischen Kindergarten geschickt. Am Anfang habe ich ja meine Zweifel gehabt, muss so mal bedenken, wie funktioniert das, was passiert sprachlich, was passiert sozial, Sozialisierung und so. Meine Frau hat das auch sehr befürwortet, dann haben wir sie alle im italienischen Kindergarten eingeschrieben. Die ersten, die im Kindergarten gegangen sind, haben noch das klassische Modell gehabt mit zwei italienischen Tanten und scheinbar innerhalb von 3 Wochen um die italienische gekannt, die Sache war erledigt. Mit der Zeit ist noch eine Deutschlehrerin gekommen im italienischen Kindergarten, die Kinder geholt hat, mit ihnen Deutsch gearbeitet hat. Und die letzten, die haben schon das Modell gehabt im italienischen Kindergarten in Brixen, was mir allgemein genervt hat. Sie haben muttersprachliche Ansprechpartner gehabt in einer Sprache und in der anderen. Und die Kinder wollen ja eigentlich allein mit jemandem kommunizieren, die machen keine politischen Entscheidungen. Wenn sie wissen, die anderen reden Italienisch, dann reden sie mit der anderen Italienisch und die Maria redet Deutsch, dann reden sie mit der Maria Deutsch. Die Modelle gibt es jetzt alle schon in Südtirol, aber es darf ja auch niemand laut darüber reden. Da hat man ausgemacht, weil man kann natürlich auch nicht einer Sprachgruppe sagen, wir schaffen für einen Kindergarten, wie er zu sein hat. Da hat man ausgemacht, macht Experimente, aber redet es nicht drüber. Es gibt 10 italienischsprachige Kindergartendirektionen in Südtirol und es gibt keine einzige Sektion mehr mit dem Regelbetrieb. Ist das nicht massiv verlogen? Sicher. Es ist, muss man unterscheiden. Es muss ein bisschen weiter das Recht aufrecht bleiben, dass du in deiner Muttersprache unterrichtet wirst. Das hast aber du ein paar zum Abschluss freigegeben. Er hat gesagt, es ist eine Kantbestimmung. Ein paar die Italienischen der ersten Volksschule eingeschrieben hat, die Pressemitteilung habe ich mir eingeräumt, die hängt bei mir. Also, ich mache das Artikel 19. Ohne Geschichte, sieht man ja, also Beispiele hast du ja selber genannt, wo man ja heute die Möglichkeit hat, das zu normieren. Aber man darf das nicht laut sagen,
Weil im deutschen Kindergarten ist es extrem unglücklich. Aber da ist auch, also es ist nicht leider die Sichtweise da wieder für die Eltern und für die Kinder, auch da ist auch wieder die politische Sichtweise, weil wir sind nicht im Stand. Also da ist ja Krieg zwischen den Volksgruppen, in Landtagen, sondern in der Regierung, dass wir einmal die Verwaltung schon mal zusammenlegen, dass wir halt komplett verschiedene Schulsysteme haben. Das ist nicht, ja, selbstverständlich, kein Mensch. Wenn ich sage, ich mache nur Schulen, wo in unterschiedlicher Sprache unterrichtet wird, aber nicht das Schulsystem, das Ganze unterschiedlich. Nicht mehr, wir sind mal in Finnland oben gewesen, wegen der Sprache und Minderheit, da schauen wir oben, 2% in Finnland sind schwedischsprachig. Nicht? Und da ist die Kulturministerin, oder Ministerin, glaube ich, ist ja schwedischsprachige, ist aber Kulturminister auch für die Finnen. Ja, gibt es das? Das war ja nichts unvorstellbar. Wir haben ja drei verschiedene Landesräte für die Kulturen, verschiedene Kulturen, ja. Und die ganze Verwaltung ist nur selbst. Wir haben das Pensionsamt, gibt es zweimal, glaube ich, gibt es selten. Ne? Ja, ist der wurscht, wenn er jetzt eine italienische Sprache lehrt im Pensionsamt, ist es wichtig, dass das ihm ausgerechnet wird. Ich muss nicht das auch noch trennen. Aber da. Italienische Rechnen und Deutsch. Fangen wir müssen mal sein. Weil warum das ist ein heiliges Tier, der zu schlachten ist wahnsinnig. Ja, aber weißt, da hat man ja eigentlich dazu geführt, dass das sind die Säulen vom System. Jede Gruppe verwaltet sich selber. Und natürlich, die Italiener haben mal eine Zeit lang Rückenwind gehabt. Der Rückenwind fehlt denen jetzt aber, weil die Italiener seien eigentlich, im ersten Jahr nicht falsch verstanden werden, aber seien eigentlich, wenn man sich so anschaut, seien eher auf dem Rückzug. Im ländlichen Bereich seien die Jungen alle perfekt mehrsprachig, im Brunnen geschaut, auch schon Tricksen oder im Finch war sowieso und so. Wenn sie die, was mit der Bahn reinkommen, sind die Finanzen, was in Pension gegangen sind oder ein paar Wirtschaftstreibende oder so. Von denen, die Kinder, die kennst du nicht voneinander, von den anderen, das sind alles die gleichen. Und ich habe Freunde, das ist jetzt nicht mehr so traurig, wie es mal war, aber ich habe Freunde aus Sterzing, der Vater italienische Eisenbahn und die Mutter aus Fitsch hinten aus irgendwo. Und bald die nachher damals in der Situation waren, dass sie nicht um sich entscheiden für eine Sprachgruppe, ne? Dann haben sie daheim in der Familie viel darüber diskutiert. Und das war logisch und rational, sie erklären sich zur deutschen Sprachgruppe. Und der Vater hat das mitgeteilt und mitgetragen und hat gesagt, das ist ja so, mach es, das ist schon richtig. Aber in sich drinnen hat er das Gefühl gehabt, die entscheiden gegen mich. Und auch die Kinder haben müssen auf einen Teil, also gegen einen eigenen Teil von sich selber verzichten. Für mich steckt der Kern da, der Debatte drin. Wieso kann es ein qualifizierendes Merkmal sein, einer bestimmten Sprachgruppe anzugehören? Nein, weil es fein zu verwalten ist. Genau, aber auch wie ich vorhin schon gesagt habe, ist so einfach, wenn du nachweisen kannst, dass auch bei dürfen Stellen das halbwegs ausgeglichen ist, noch beigst du dein Vor, dass nicht ohne Volksgruppe sagt, wir sind die auch wenn sie es nicht sind. Ja, ja. Das sieht man ja bei dem Thema Ausländer ganz deutlich, wie leicht ist, da gegen etwas zu schimpfen und Vorurteile zu schieren, denn, weil du auch den Beweis nicht so leicht umtreten kannst. Und den Aspekt darf man auch nicht aus Acht lassen. Dass es aber das, muss der, das kann doch nicht sein, dass das ein ewiger Status quo ist. Ne? Ja. Weil sind wir wieder zurück vom Punkt, dass wir bei uns Verhältnisse gesprochen haben. Oder was war das zweite Punkt, den du angeschnitten hast, nur jetzt auch gesagt, Verhältnisse Sprachgruppen zusammenleben. Wo wird das du das organisieren, dass wir aus dem rauskommen? Oder müssen wir überhaupt aus dem raus? Also, mittelfristig sicher, dass man noch eine neue Denkweise braucht, aber von heute auf morgen geht das sicher nicht, weil das haben aus dermaßen Schwierigkeiten, aus denen nicht mehr rauskommst. Das muss auch wieder ein Prozess sein. Und jetzt wäre mal gut, wenn man sich mal zusammenhuckt und sagen, wir die Politik tut sich da brutal hart, weil einfach ihre die ganze Parteien von denen leben. Mhm.